93 am Start. War das auch der letzte Start von Udo Bayer? Ich würde sagen, die 18:47 waren eigentlich ein trauriges Resultat. Und es hat auch nichts mit dem Resultat zu tun. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich von der Fläche verabschiede. Denn wie ich heute gesehen habe, die Jüngeren haben doch mehr Zukunft als ich. Und da habe ich eigentlich gesagt, okay, 92 Barcelona wäre nochmal ein schönes Ding, wenn du daran teilnehmen könntest. Ich bin ein bisschen enttäuscht über mein Resultat, was ich hier gezeigt habe. Hätte besser sein können, aber es war definitiv der letzte Wettkampf. Das ist schade. Wir verlieren sicherlich einen ganz großen Athleten. Dennoch ein Wort nach vorne zu Ulf Timmermann. Heute Abend die Entscheidung. Ihr Zimmerkamerad, Sie wissen am ehesten, was er zu leisten vermag. Ja, ich glaube, das wird heute ein ganz enger Wettkampf. Die Favoriten für mich sind im Augenblick, so wie es im Stoßen oder bei der Qualifikation aussah, der Stulz und Werner Günther. Aber ich traue Timmy eigentlich relativ viel zu und er ist unberechenbar und ich hoffe, das hat er sich erhalten. Und es wird ein sehr interessanter, ein sehr schöner Wettkampf und es werden sehr gute Resultate dabei rauskommen. Aber Timmy, das war es. Erst im April diesen Jahres lief eine zweijährige Sperre wegen Dopings ab. Und jetzt Michael Stulz, der Einzige, der die 21 Meter bisher übertreffen konnte. 21,49 Meter, das gleich in seinem ersten Versuch. Damit schockt er natürlich die Konkurrenz. La prueba de lanzamiento de peso, el atleta norteamericano Mike Stulz con un lanzamiento de 21,45 por la primera posición. Die Amerikaner also jetzt mit Auftrieb in Kugelstoßen, nachdem Stulz eine solche Weite im ersten Durchgang vorgelegt hat. Und das ist der zweite, Jim Döring. Auch er hat eine Dopingsperre hinter sich, die ein ordentliches Gericht aufgehoben hat, wegen Verfahrensfehler bei der Dopingprobe in diesem Jahr aufgehoben. Und inzwischen muss er Sozialarbeit als Bewährungshelfer in der Drogenhilfe machen, nachdem er 125 Tage im offenen Strafvollzug absitzen muss, weil er mit Aufputschmitteln gehandelt hat. Das muss man sagen, während man diese Athleten hier sieht. Jim Döring, 30 Jahre, Kalifornier. Sein zweiter Versuch, anders als sein Landsmann Stulz mit Drehstoßtechnik. Bei vielen Amerikanern noch verbreitet, schaute der eine vom anderen ab. Trainer haben sie meistens nicht. Und 20,96 Meter, damit auf Rang 2, Jim Döring. Und auch der war nicht unbelastet in seiner Karriere. Auch Vyacheslav Lütschko, der früher für die UdSSR und jetzt für die Gemeinschaft unabhängiger Staaten startet, wurde nach der Europameisterschaft von Splitt als Bronzemedaillengewinner für 3 Monate gesperrt. Und die Medaille wurde ihm abgenommen. Und jetzt? Da kommt er wieder auf einen Medaillenrang. Fast auf die Stelle, die vorher Jim Döring getroffen hatte. Der hatte 20,96 erzielt. Und Lüschko 20,94, 2 Zentimeter weniger. Damit ist er Dritter im Moment. Und dann Ulf Timmermann. Er hatte ja lange gesundheitliche Probleme. Das hat sich gebessert. Er sagte uns, ich bin eigentlich wieder okay. Aber klar ist auch eines. Diese ganzen gesundheitlichen Probleme haben bewirkt, dass er in der Technik nicht mehr so explosiv ist wie früher. Da vermeidet ein Athlet doch ganz bestimmte Bewegungsabläufe, um den Schmerz auch zu vermeiden. Hüftprobleme, die vom Rücken herrühren. Ulf Timmermann, Chance auf eine Medaille. Vor dem Wettkampf ja, aber nach den Versuchen, die wir bisher gesehen haben. Dies war zweifellos bisher sein bester Versuch.
nachdem er im ersten Durchgang 20 Meter 12 vorgelegt hatte, jetzt im vierten. ...20,49 und jetzt zum Abschluss kann er sich kaum verbessern gegenüber dem vierten Durchgang mit den 20,49. Tippen wir mal. Nein, 20,38 Meter. Damit bleibt es beim fünften Platz für Ulf Timmermann. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch einer. Seine letzte Chance, bisher ist der Vierter. Werner Günther, zweifacher Weltmeister aus der Schweiz. Und der greift große Favorit, haushohe Favorit vor diesem Wettbewerb. Aber Günther, der noch in der Qualifikation heute Morgen eigentlich so sicher wirkte, der war in seinen bisherigen vier Versuchen, Sie sahen 2085, die bisherige größte Weite, war eigenartigerweise wie gehemmt. Das stimmte nicht im Angleiten der Technik, er wirkte nicht explosiv genug. Und nun, tja, Werner Günther, der Goldmedaillentipp eigentlich von allen Fachleuten. Zu Beginn dieser Woche angegriffen im Spiegel. Vorwürfe, die schon vor zwei Jahren erhoben wurden, wurden dann noch einmal wiederholt. Sein bester Versuch in dieser Konkurrenz. Bisher auf Rang 3, Lütschko mit 20,94 Meter. Und Günther, 20,91 Meter, um 3 Zentimeter hat er es nicht geschafft. Er ist Vierter, Timmermann Fünfter, vorne aber Stals und Döring, die beiden Amerikaner. Und wir haben unten Werner Günther am Mikrofon. Werner, hat wieder einmal der erste Versuch im Kugelschuss in Ausschlag gegeben, diesmal zu Ihren Ungunsten? Das ist vielleicht möglich. Ich meine, sicherlich wichtig, dass der erste Versuch halt nicht gut geht. Oder gut gelingt, und da ist mir heute völlig in die Hosen gegangen, und von dem her ist es schon schwierig nachher zu kontern, aber ich habe jetzt schon einige Wettkämpfe gemacht und von dem her müsste ich eigentlich in der Lage sein zu kontern. Könnte es auch sein, dass die Dopingvorwürfe in einem deutschen angesehenen Magazin Ihren Wettbewerb hier beeinflusst hat? Das könnte schon, ich weiß nicht, ob man da angesehen noch sagen könnte von dieser Zeitschrift. Ich hoffe nur, dass es auf der Welt eine Gerechtigkeit gibt, und ich hoffe, dass dieser Mensch, der das geschrieben hat, auch die Gerechtigkeit mal spürt, die er da angestellt hat, und ich hoffe, dass er das im Leben auch mal spürt, so wie ich es vielleicht ein bisschen mitbekommen habe jetzt heute hier in Barcelona. Dankeschön, Werner Günther, für die kurzen Aussagen, und weiter geht es für uns im Studio mit Herbert Fassbender. I'll be back.